Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19, hier zur ersten Mod-Vorstellung, und zwar den Fend von ML Patrick. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. So, dann schauen wir uns mal den Shop an. Kategorie mittelgroße Traktoren, und haben wir ihn. So, was gibt es denn zur Auswahl? Drehlebohrgreifen, Standard, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung hin. Pflegebereifung. Breitreifen mit Gewichte, Breitreifen, Radgewichte, Standard, das war's. Dann Nokian-Reifen gibt es. Ja. Motorausführung: 716 Vario, 716 Vario Chip, 718 Vario, 718 Vario Chip, 720 Vario, 720 Vario Chip. 722 Vario, 722 Chip, 724 Vario, 724 Vario Chip, und das war's dann eigentlich schon. Und dann gibt's noch einen Frontlader. Ja. Dann gibt's noch hier verschiedene Farben, und zwar nehmen wir den mal in so einen grün, Felgenfarbe natürlich in einem Fendrot, und das war's dann eigentlich. Den schauen wir uns jetzt an, und hier steht er schon. Das Gewicht ist von Nastus 1. Link, weiß ich noch nicht, ob ich eins dazu pack. Weiß ich noch nicht, aber das sieht auf jeden Fall mal nice aus. Ja, und jetzt testen wir mal. Sound geht schon mal klar. Hoppala. Machen wir mal das Gewicht weg. Weizen. So. Jetzt gehen wir mal konfigurieren. So. Konfigurieren. Breitreifen, Vario, ein Reifen konfigurieren, und ja, so, so sieht der aus. Beleuchtung hat eine gute, und Umleuchten hat er auch. Link dazu ist in der Infobox. Jetzt schauen wir uns mal den Kandidaten bei Nacht an. Das, die Fehler sind alle vom CB, sprich Curseplay. An. So sieht der Nacht aus. Gewicht schaut auch hammermäßig aus. Und ja. Jetzt werden wir noch einen Frontlader anbauen. Jetzt werden wieder mehr Mod-Vorstellungen kommen. Dann brauchen wir Frontlader, den FZ60, Endgrün, eine Universalschaufel dazu.
Okay, der Zaun hat keine Kollision. Gut zu wissen. Dann hängen wir mal das Gewicht als Gegengewicht an. Haben wir leider die Schaufel falsch. Na, sag einmal. Oh, wir haben ja den Traktor nicht umkonfiguriert. Na toll. So. So, aber jetzt müsste es funktionieren. Sieht da nicht schön aus. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut bei der nächsten Mod-Vorstellung wieder vorbei, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!